Progressive Muskelrelaxation oder kurz PMR bedeutet Entspannen durch Anspannen. Der amerikanische Arzt und Psychologe Edmund Jacobson hat sich intensiv mit der Funktionsweise der Muskulatur beschäftigt und dabei herausgefunden, dass Anspannung der Muskeln oft mit innerer Unruhe, Stress und Ängsten einhergehen. Es gibt also eine Wechselwirkung von psychischer und muskulärer Spannung. Er hat beobachtet, dass auf kurzzeitige Anspannung einer Muskelgruppe eine Zeit der vertieften Entspannung folgt. Entspannung wird durch vorausgehende Anspannung erreicht. Wortwörtlich bedeutet PMR fortschreitende Entspannung. Das heißt, indem verschiedene Muskelgruppen nacheinander angespannt und wieder entspannt werden, wird nach und nach ein vertiefter Ruhezustand erreicht. PMR ist gegenüber anderen Entspannungsverfahren sehr leicht zu erlernen. Wenn das Grundtraining einmal verstanden ist, kann es unter fast allen Bedingungen im Alltag durchgeführt werden. Durch die Anleitung im Kurs werden die Teilnehmenden dazu befähigt, selbstständig zu üben. Zu Beginn werden 16 Muskelgruppen angespannt und danach wieder gelockert. Im Laufe des Kurses werden auch verkürzte Versionen vorgestellt, die nur 7 bzw. 4 Muskelgruppen benötigen. PMR hat sich besonders bewährt bei Spannungskopfschmerzen, Schlafstörungen, Rheuma und chronischen Schmerzen, Bluthochdruck zur Geburtsvorbereitung, allgemein bei Nervosität, Gereiztheit sowie Aggression, Lernproblemen, Hyperaktivität und auch bei Prüfungsangst. Kinder können am Kurs teilnehmen, wenn sie über die erforderliche Konzentrationsfähigkeit verfügen. Personen mit schweren oder akuten Magen- und Darmkrankheiten oder größeren körperlichen Behinderungen sollten sich ein ärztliches Einverständnis einholen. PMR ist eine sehr leicht zu erlernende Methode, die sich hervorragend im Alltag bewährt hat.